Nee, Natururin schon wieder dran. Ich werde heute einen Spaziergang machen, eine kleine Wanderung oder so. Und zwar, ich will heute Schuhe kaufen und ich dachte mir, von hier bis zum Roland Center hinzulaufen. Weil hier, ich brauche neue Straßenschuhe. Und wisst ihr warum? Weil meine bisherigen Straßenschuhe sehen so aus. Guckt mal, hier. Dieser ganze Stoff ist hier weggefallen. Und weil hier dieser Stoff hier weggefallen ist, ist hier kein Stoff mehr dran. Und hier meine Fersen, mein Hacken, der ist dann hier auf diesen harten Plastik dran oder was das ist. Und das schmerzt jedes Mal, weil das scheuert die ganze Zeit, weil das hier alles so hart ist. Da bekomme ich Fersenverletzung. Und wisst ihr, warum diese Schuhe kaputt gegangen sind? Weil das sind einer der billigsten Schuhe von Deichmann. Und zwar diese Victori-Schuhe. Weil das sind Schuhe von Victori. Mir ist die Qualität von Straßenschuhe zwar nicht so wichtig, so dass ich preislich günstige holen möchte. Genauso so ungefähr wie diese billigen Victori-Schuhe. Die hatte ich mal damals für 25 Euro geholt. Ich glaube vor 1,5 Jahren oder so. Und deswegen dachte ich mir, dass ich einen Spaziergang zum Roland Center oder Ikea oder wie das heißt mache. Also da, wo die ganzen Outlet-Center sind. Das ist vielleicht, weiß nicht, 7 oder 8 Kilometer von mir entfernt. Aber ich werde so einen kleinen Umweg machen, sodass ich ein paar Kilometer mehr mache. Ich werde hin und zurück laufen. Und hier, weil ich einen Termin bei der AOK habe, werde ich einen Umweg zur AOK machen. Also bei dieser Krankenkasse, die AOK heißt. Und danach, wenn dieser Termin durch ist, dann werde ich dann wieder zurücklaufen über die Weserwehr rüber. Also da, wo Wasser runterfällt. Und danach zu Outlet Center hinlaufen, Start kommt. Und dann hoffe ich mal, gute, passende Straßenschuhe zu holen, die auch nicht schlecht aussehen. Weil hier, ich mag das voll gerne, wenn so eine Straßenschuhe jetzt unten weiß und oben schwarz sind. Und die müssen natürlich auch passen. Ja, und hier bei diesen Outlet Center, da gibt es auch viel mehr Auswahl als wie zum Beispiel bei Deichmann oder so. Deichmann ist bei mir auch relativ nah um die Ecke. Aber deswegen dachte ich, nehme ich euch mit, mache draußen Spaziergang größerer. Ich weiß nicht, wie viel Kilometer es wären, vielleicht 20 oder so, vielleicht 25, weiß ich noch nicht. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, dass ich einen Spaziergang dahin mache. Und deswegen, weil ihr Bescheid wisst, dass ich jetzt spazieren gehe, Spaziergang dahin, Start kommt. So, jetzt hier. Jetzt erstmal zu AOK hinlaufen, Start kommt. Aber bevor ich bei diesen AOK angekommen bin, werde ich gleich durch hier Sebaldsbrücker Bahnhof, hier Bahnhof Sebaldsbrück, da unterm Tunnel durchlaufen. Das werde ich gleich machen. Das möchte ich euch gleich auch zeigen, wie das aussieht, wenn ich da durchlaufe. Das ist Bremen-Sebaldsbrück Bahnhof. Ich werde jetzt da eindringen. Je tiefer ich eindringe, desto mehr Uringeruch kommt hier raus. Wird aus diesem Bahnhof ausgelaufen. Guck mal da. Ich habe den voll versoffenen AOK gefunden. Jetzt werde ich da eindringen und den Termin wahrnehmen. Ich bin aus diesem AOK ausgelaufen. Jetzt Wanderung hier. Schuhe kaufen, Start kommt. So, jetzt hier auf dem Weg dahin. Und erstes Zwischenziel. Hier Weserwehr, also da, wo Wasser runterfällt. Extra, damit ihr euch das angucken könnt, wie da Wasser runterfällt. Dann laufe ich durch. Wir haben gerade 14 Uhr. Also sprich, Zeit zum Frühstücken. Und deswegen dachte ich mir, dass ich hier bei diesem Burger King oder wie das heißt. Hier drei Hamburger oder Cheeseburger oder sowas hole. Und danach auf dem Weg zum Schuhe kaufen da diesen Frühstück fressen werde. Ich glaube, genau so mache ich das. Ich habe gerade Fressen geholt.
Drei Hamburger. Und jetzt nach Richtung Weserwehr rüberlaufen. Und dann weiter zu gelaufen. Guck mal, das hier, das ist diese verschmutzte Weser. Und das da ganz hinten, das ist diese Weserwehr, also da, wo Wasser runterfällt. Guck mal, ich habe hier diese Weserwehr gefunden. Also da, wo Wasser runterfällt. seht ihr das? Wie dieser Wasser hier von dieser Seite da runterfällt. Hier, guck mal. Das hier ist diese Weserwehr von dieser Seite Perspektive aus. Also das hier fällt Wasser runter. Und wisst ihr, warum ich euch genau diese Stelle hier zeigen wollte? Weil beim letzten Mal, wo ich euch das zeigen wollte, wie hier dieser Wasser runterfällt, da habe ich das gesehen, aber wegen Dunkle habt ihr das nicht gesehen. Deswegen befinde ich mich genau hier an dieser Stelle, um euch das nochmal zu zeigen. Guck mal. Das hier, das ist ein See zwischen Werdersee und Weserwehr. Da sind ganz viele Vögel und sowas. Das ist ein kleiner Naturschutzgebiet, oder? Ja. Ja, Naturschutzgebiet heißt das. Ich bin jetzt in Habenhausen oder so. Und ich glaube, oder in Kattenturm schon gleich. Also, weiß noch nicht. Aber ich muss auf jeden Fall durch diesen Kattenturm oder wie das heißt. Und dann weiter dahin laufen. Und wenn ich durch Kattenturm durch bin, dann noch weiterlaufen. Und dann kommen die ganzen Outlets. Da ist dieses, hier Ochtum Park heißt das. Da sind die Outlets. Ach nee, ich bin in Arsten oder wie das heißt. Zwischen Habenhausen und Kattenturm. Hier, guck mal. Ich bin 10 Kilometer gelaufen. Und ich bin immer noch nicht da. Aber ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis ich da bin, bei diesen Geschäften, bei diesen Outlets. Oh Scheiße, bald Dunkle kommt. Weil hier, diese Sonne geht immer weiter runter. Deswegen glaube ich, wenn ich dann da angekommen bin, dann immer mehr Dunkle kommt. Und später, wenn ich von dort rausgehe, dann ist ganz Dunkle. ich denke mal, ich werde eine Zeit lang Schuhe suchen gehen. Ich werde nicht nur nach Schuhe gucken, sondern ich werde auch hier nach ein paar mehr Sachen rumgucken. Wie, weiß ich nicht, zum Beispiel gute Socken oder so. Oder hier, kennt ihr meine Shorts? Auf meinem letzten Fanpost öffnen Video hat man gesehen, dass diese Shorts ein Loch hat. Und diese Shorts ist auch schon 13 oder 14 Jahre alt. So lange habe ich die schon. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das wäre voll cool, eine neue Shorts zu holen. Guck mal, Sonnenuntergang oder wie das heißt. gleich Dunkle kommt. Und hier, ich bin fast da angekommen. Und zwar da vor der Sonne. Also, da ist dieser Ochtumpark. Ich bin angekommen. Jetzt werde ich erstmal hier reingucken gehen. So, Schuhe sind gekauft. Ich war ganz kurz noch bei Adidas und bei Puma Outlet gucken. Aber da habe ich nichts gefunden. Deswegen war ich schon wieder hier und hab Schuhe gekauft. Und zwar hier. Sowas hier. Ich werde euch die später zu Hause nochmal genauer zeigen. Aber jetzt werde ich irgendwo reingehen und hier noch irgendwas gucken. Socken und sowas. Vielleicht auch noch mehr hier. Und vielleicht Shorts und so eine Sachen. Hier, ich bin von diesen Outlet-Dingens da ausgelaufen. Von diesem Ochtumpark. Ich war noch in noch ein paar Geschäften drin gewesen. Und hab da so ein bisschen rumgeschaut. Aber hier, ich hab nur eine Mütze gefunden, die ich da mitgenommen habe, gekauft habe. Weil hier, diese Mütze, meine alte Mütze, da ist ein bisschen Beschädigungen dran. Also so ein Loch, den habe ich zusammengenäht, aber das habe ich scheiße zusammengenäht. Deswegen sieht das scheiße und verbraucht aus. Und deswegen, weil das scheiße und verbraucht aussieht, habe ich mir für 7,50 € oder so noch eine neue Mütze geholt.
Die werde ich irgendwann zu Hause zeigen. Weil da ist so ein, wie heißt das, so ein Zettel dran. Und den bekomme ich nicht ab, weil der mit so einem richtig fettigen Band dran getackert wurde. Mit diesem Zettel im Kopf will ich nicht rumlaufen. Deswegen mache ich das zu Hause ab. Weil ich habe hier weder eine Schere noch ein Feuerzeug, um das abzumachen. Deswegen mache ich das zu Hause und trage so lange diese verbrauchte Mütze. Und hier, ich wollte Shorts holen. Aber ich habe keine gefunden. Ich war, glaube ich, noch in 3 Läden oder so drin. In 3 Geschäften. Und ich habe keine Shorts gefunden, die mir wirklich gefallen hat. Und hier, Socken habe ich auch nicht gefunden, die mir gefallen haben. Die werde ich dann irgendwo woanders angucken. Suchen gehen. Und zwar, ich wollte so eine Socken haben mit so einem Stoff da ganz an der Ferse dran, damit die zum Wandern richtig gut geeignet sind. Die sind nicht zu dünn, aber auch nicht zu dicken. Also nicht die, die viel zu fett sind und sowas. Und wo ganz viel Schweiß reinkommt und nass und feucht und warm und sowas. Sondern ja, so eine Socken, die ich im Kopf drin hatte. So, und jetzt bin ich auf dem Rückweg nach Hause. Und werde gleich ein Geschäft suchen gehen, wo ich Bier kaufen kann. Ich habe hier einen voll versüfften Supermarkt gefunden. Ich war da noch nie drin gewesen. Aber aufgrund dessen, weil das ein Supermarkt ist, werde ich jetzt erstmal ein paar Bier kaufen gehen. Ich bin gerade aus diesem Supermarkt ausgelaufen. Und hier, ich habe ein paar Paderborner geholt. Zum auf dem Weg nach Hause Bier trinken. Deswegen habe ich mir das geholt. Diese Straße hier, die hat ganz viel Verkehr und sowas. Das ist eine richtige Vollfettkreuzung. Bestimmt ganz viele Abgase sind gekommen hier. Mit den ganz vielen Autos und hier Busse und EKW und Taxien und Krokodile. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin irgendwie schon am Werdersee. Dieser Werdersee ist da drüben irgendwie. Ich glaube, ihr könnt das von hier aus nicht sehen. Aber ich bin irgendwie an einer Stelle von Werdersee, irgendwo da ganz in der Mitte vom Werdersee. Und jetzt laufe ich irgendwie nach Richtung Weser wieder zurück. Hier, guck mal. Seht ihr das da ganz hinten? Also das, was da leuchtet. da wo ganz viel Licht dran ist. Das hier, das ist dieser Stadion oder wie das heißt. Fußballstadion. Aber ich stehe jetzt nicht gerade davor, sondern hier. Man kann es von hier aus sehen. Ich bin hier ganz hinten. Deswegen ist das so klein. Weil zwischen mir und dieser Stadion. Da ist einmal die Weser und einmal der Werdersee im Weg. Deswegen sieht man den von Weitem. Nur damit ihr Bescheid wisst, dass ich jetzt gerade an den anderen Ende vom Werdersee dran bin. Und hier auf diesem See, diese Brücke, die bin ich vorhin gar nicht begegnet, weil ich irgendwie 100 Meter weiter entfernt war. Oder 200 Meter. Aber hier gibt's eine Brücke, wo ich da runtergesprungen bin. Hier so ein Ausschnitt. Da bin ich von dieser Brücke runtergesprungen. Im Sommer. Dieser Ausschnitt kommt aus diesem Musikvideo, wo ich mal drin war. Und hier. Bald kommt noch ein Musikvideo, wo ich auch drin bin. Hier, voll Fettwurm. Guck mal. Hier, seht ihr das? Diese Autos da oben. Das hier, also das da, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber das hier, das ist diese Erdbeerbrücke oder wie die heißt. Diese werde ich jetzt überqueren gehen. Hier, ich bin jetzt gerade unter dieser Erdbeerbrücke. und jetzt werde ich, hier diese Scheißtreppe hochlaufen. Aber hier, guck mal. Hier auf dieser Erdbeerbrücke sind ganz viele Autos und sowas. Und jetzt hier rüber zu gelaufen. Hier, dabei. Auf dieser Stange
hatte ich, das habe ich mal erzählt gehabt, dass ich hier Bierpour gemacht hatte. Guck mal, ich bin hier, hier bei dieser Weserwehr, da wo Wasser runterfällt. Und guck mal, da drüben, warum zeige ich euch das Bier? Hier, da drüben, ich weiß nicht, ob ihr es seht. da ist ein Schiff. Und hier, das ist diese Schiff-Katapultieranlage, damit diese rüberkommen über die andere Seite, da hinten rüber. Oh, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also da ganz hinten. Jetzt habe ich schon wieder das Bier gezeigt. So, jetzt habe ich meine Hand offen, frei. Und zwar da ganz hinten. also da ganz hinten, da ist diese Weserwehr. Das ist da, wo Wasser runterfällt. Und hier vorne, hier sind zwei diese, wie heißen die nochmal? Schiffschleusen. Und da drüben, da ist ein Schiff oder Boot oder so. Und das wird dann runter, hier rüber gemacht. Ich glaube, ich gehe auf diese Brücke drauf, damit ich euch das besser erklären kann. Triebe! Ich bin zu spät gekommen. Ich kann euch das doch nicht zeigen. Weil guck mal, dieser Schief, der fährt schon rüber. Hier. Über diese, wie heißt das nochmal? Bootschleuse oder wie die heißt. Und hier, guck mal, wenn der hier rüber gefahren ist, dann hat er es geschafft. Und dann schließt sich das da vorne. Hier, wie heißt das nochmal? Ja, ich habe schon wieder mal ein Bier vor der Kamera gehalten. Hier vorne. Das hier, da ist so ein Metallstück. Der wird nach oben geschoben. Und sobald das nach oben geschoben ist, dann geht dieser ganze Wasser ein bisschen weiter nach unten. Weil das dann hier so macht, also nach unten. Versteht ihr, was ich meine? Und dann, sobald das passiert ist, guck mal, da ganz hinten sieht man diese Schranke. Also ich sehe das zumindest. Das hier ist da ganz hinten. Und sobald das hier unten ist, also das ganze Wasser, dann geht das da ganz hinten wieder auf. Und da können von da ganz hinten neue Schiffe hier hinfahren und rein und nochmal hoch gemacht werden. Und also hochkatapultiert und danach hier. Damit die dann nach da lang dieser Schiff eben gerade weiterfahren können. Ich hoffe, ich konnte euch was Neues beibringen. Guck mal da hinten. Rohr mit Dampf oben drauf. Dieses Licht hier, das leuchtet immer noch blau. Und darauf, weil das hier immer noch blau leuchtet, werde ich jetzt sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. Ne, ich bin schon wieder zu Hause und es ist 9:45. Und hier, ich habe mir diese Mütze hier gekauft. Ich habe jetzt für 7,50 € oder so bei Jack & Jones oder wie das heißt, habe ich mir diese Mütze hier gekauft. Ne, doch, hat mir viel mehr cool dran, eine neue Mütze zu holen. Nur damit ihr Bescheid wisst, dass ich ab jetzt eine neue Mütze habe. Und hier, in diesen Adidas-Karton sind jetzt meine neuen Straßenschuhe drin. Und die sehen jetzt so aus. Hier, diese Straßenschuhe habe ich mir geholt. Und ich war einmal in diesem Street Outlet drin gewesen. Da hatte ich einen schnellen Durchgang gemacht und hatte anfangs nichts gefunden, außer diese hier. Und hier, weil die hier 60 € gekostet haben, dachte ich mir, dass ich woanders mal kurz gucken gehe, um vielleicht
vergleichbare Schuhe in einem günstigeren Preis zu holen, weil 60 Euro sind für mich schon nicht gerade wenig Geld. Und hier, ich habe dann in Puma Outlet geschaut und da habe ich keine passenden Schuhe gefunden. Und deswegen bin ich dann rüber zur Adidas Outlet gelaufen. Und beim Adidas Outlet, da habe ich auch keine Schuhe gefunden, die mir irgendwie gefallen haben. Dieses Mal. Also bin ich dann wieder zurück zu diesem Street Outlet hingelaufen. Ich habe wirklich den Namen vergessen, ich weiß es gerade nicht. Hier Street Superschuhe, so oder wie das heißt. Und das waren die einzigen Schuhe, die mir zugesagt hatten. Und das hätte mich auch total geärgert, wenn ich total mit leeren Händen da wieder nach Hause gekommen wäre. Und deswegen dachte ich mir, dass ich diese hier mal anprobieren tue. Und die haben mir eigentlich relativ gut gepasst. Und für mich auch, was der Straßenschuhe angeht, auch relativ reichlich. Müsste vielleicht noch gut eingelaufen werden, aber ich würde sagen, ja gut, ist halt so, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, dass ich jetzt endlich wieder neue Straßenschuhe habe. Und zwar keine. Und zwar hier von Adidas und nicht von hier. Von Victory. Diese ganz billigen. Von Deichmann. So, hier, guck mal, dieser Unterschied von diesen Schuhen. Das hier, das sind meine alten billigen Victory-Schuhe. Und das hier, das sind jetzt meine neuen Adidas-Schuhe. Mit nicht mit zwei Strichen, sondern mit drei Strichen. nur damit ihr Bescheid wisst, dass ich jetzt neue Adidas-Schuhe habe. Dass ich dafür investiert habe, mit der Hoffnung, dass die lange, also länger halten als diese hier. So, ich werde jetzt fräsen. Und nach dem Fräsen werde ich beginnen, das Video zu beschneiden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.